Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich den wohl schönsten Adventskalender, den ich dieses Jahr gefunden habe für dich. Und zwar geht es um diesen hier. Das ist der Lancôme Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt und wie er nachher aussieht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss mal eben auf meine Rechnung schielen, denn ich habe ihn mir gekauft von Kastner und Oehler. Das ist ein österreichischer Shop, das habe ich auch auf Instagram gepostet, folgt mir gerne. Ich heiße Aiduike P, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, da habe ich den gepostet, dass es den gibt und der kostet normalerweise irgendwie 108,95 Euro. Dann gab es da irgendwie einen Rabatt mit 16,34 Euro, sodass ich dafür 92,61 Euro bezahlt habe. Und ich finde den extrem schön. Es gibt ja auch einen anderen Lancôme Adventskalender, den habe ich da hinten auch stehen. Den habe ich tatsächlich für 29,99 bei Galeria Kaufhof gekauft. Leute, das war auch super günstig. Habe ich auch auf Insta gepostet. Egal. Ja, das hier ist aber die Luxusvariante davon. Huch. Und ich entferne jetzt zuallererst mal den Schieber, der da oben drüber ist, um das Ganze zusammenzuhalten. Dann kann man den nämlich, und das ist so schön, Leute. Ach, dann ist es so, und dann kann man den so hinlegen. Und dann kann man den aufklappen. So schaut der aus. Leute, das ist so schön. Wahnsinn, oder? Das soll wahrscheinlich Paris darstellen mit dem Eiffelturm. Extrem schön. Echt. Also für ein Billigregal ist er fast schon zu groß. Das ist echt cool, ne? Der ist so einmal komplett hier hinten herum. Und ich würde sagen, wir öffnen den jetzt einfach mal. Sie setzt sich hier schon hin. Ja, Maus, freue ich natürlich lieb. Ich glaube, es wird unheimlich schwierig, wenn man versucht, den weiter zu verwenden. In der Nummer 1 habe ich hier etwas Eingepacktes drin. Und da beginnt es schon mit dekorativer Kosmetik. Ja, sehr schön. Und zwar ist das ein Lippenstift Sheer. Lapsoulou Rouge 202, 62T 200. Ich glaube, hier sind 1,5 Gramm drin. Das ist dieser hier. Das ist bestimmt ein richtiges... Nein, es ist Nude. Wie schön, das feiere ich. Oh, ich hatte ein bisschen Angst. Nein, aber das ist halt wie eine Lippenpflege fast schon von der Farbe. Sehr, sehr tragbar. Sehr, sehr schön. Wow. Ich glaube, ja, in diesem Video wird es auch eine Verlosung geben. Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir am Ende des Videos. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich habe den Adventskalender jetzt doch wieder vor mich hingestellt, weil ansonsten wäre das viel zu viel Hin- und Her-Fahrerei tatsächlich für mich hier mit dem Stuhl vor, zurück, hin, her. Das ist irgendwie blöd, ne? Und hier haben wir drin Lancôme Hydra Zen Gel Cream. Das ist eine Anti-Stress-Creme mit 15 Millilitern. Das ist auch eine gute Größe, um das einfach mal auszuprobieren. Das ist jetzt nicht eine winzig kleine Probe, sondern es ist eine okay Größe, ne? Und das auch in so einem Tiegel drin, das mag ich. Gut, bei einem Adventskalender, der eigentlich ja 110 Euro kosten würde, erwarte ich tatsächlich auch, dass die Sachen in einer Größe kommen, die mindestens Luxusprobengröße haben, ne? Also Travel Size, jetzt nicht irgendwie so mini klein, irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Pröbchen mit 2-3 Millilitern oder so, sollte schon über 5 Milliliter haben. So, dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 3. Oh, die ist aber schön groß. Oh, 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 von Lancôme Tresor. Das ist eine parfümierte Dusche. Das ist diese hier. Und hier haben wir 50 Milliliter enthalten. Und hier kommt ein Duft auch aus diesem Adventskalender. Mega. Und ich glaube, dass ich dieses Duschgel meiner Schwiegermama in Spee reinpacken werde in den Adventskalender. Weil ich meine bei ihr auch das Original Tresor Parfum schon gesehen zu haben. Und darüber wird sie sich sicher sehr freuen. Die Nummer 4 ist relativ groß und da wollte das Produkt ja schon rausfallen, ne? Das ist ja nicht nett hier. Das ist, oh, Tonique Comfort, ein Rehydrating Comforting Toner. Ach schön, 75 Milliliter sind hier drin. Ich würde fast schon sagen, dass es Full Size ist, oder? Das ist ja krass. Ist auch voll schön, gefällt mir irre gut. Sehr, sehr hochwertig, ist hier auch nochmal verschlossen. Also das sieht sehr, 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 sehr toll aus. Also das ist so ein geiler, also die ersten vier Kläppchen haben mich jetzt schon in ihren Bann gezogen. Finde ich total toll. Jetzt gehen wir mal zu der Nummer 5. La Vie est Belle. Das ist mein Lieblingsduft, mein Lieblingsparfum. Das ist eine, ja, Körpercreme, ne? Duschmilch. Ja, genau. 50 Milliliter sind hier enthalten. Das riecht so gut.
Und damit kann man dann quasi seinen Parfümduft intensivieren. Wenn du zum Beispiel vor einer Feierlichkeit, also bevor du zum Beispiel Weihnachten feierst, duscht, ne, das macht man ja in der Regel, dann kann man sich damit eincremen und dann darüber nochmal das La Vie est Belle Parfüm aufgeben und dann ist es halt langanhaltender, ne, und irgendwie auch angenehmer vom Duft her. Ich mag das gerne. Das finde ich toll. Das werde ich mir für Weihnachten dann aufbewahren oder für die Weihnachtszeit. So, jetzt kommen wir mal zu Nikolaus. Die ist ganz schön klein. Aber das heißt ja nichts, ne? Da kann ja auch was ordentliches, krasses drin sein. Nö, tatsächlich nicht. Okay, Bifacil 30 ml. Das ist einfach ein 2-Phasen-Make-up-Entferner. Den hatte ich auch schon mal in winzig klein und fand den okay. Also das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, war okay. Aber ja, in der 6 finde ich das ziemlich langweilig. Also da wäre es cooler gewesen, da den großen Toner oder sowas drin zu haben. Ist so cool, wenn man diese einzelnen Häuschen hier aufmacht. Ne? Das ist echt schön. Die Nummer 7, das scheint so ein kleines Mini-Produktchen zu sein. Lancôme Prep and Matte. Das ist ein Refreshing Mattifying Make-up Primer. Nett! Hier ist auch einfach mal dekorative Kosmetik drin. 10 ml sind hier von dem Primer enthalten. Ich bin zwar nicht so der Fan von einer matten Base, aber um Lancôme mal auszutesten, ist das doch gar nicht so verkehrt, oder? Dann gehen wir mal zu der Nummer 8. Also die Häuschen sind hier auch noch einzeln verschlossen mit so Klebis, damit die nicht einfach so aufgehen. Aber nicht jedes Häuschen hat das. Und dann haben die immer so eine Lasche, die man dann aufmacht. Manchmal geht die gut auf, manchmal nicht. So wie jetzt. Hier haben wir wieder eine Creme drin und zwar die Renergie Multilift Ultra mit Lichtschutzfaktor 20. Hier sind 15 ml enthalten und das ist dann halt eine schöne Tagescreme. Finde ich auch nett. Doch, wieder so ein kleiner schöner Tiegel, das gefällt mir. Dann gehen wir jetzt mal zu der Nummer 9. Die ist lang und schmal, das Häuschen. Und da befindet sich wahrscheinlich irgendwie ein Kajal oder ein Lipliner drin. Ja, das ist der Klassiker, ne? Le Crayon Kohl Noir. Wie viel haben wir hier drin? 0,7 Gramm. Und das ist einfach so ein Kohlkajal, den man anspitzen kann. Sind jetzt auch dieses Jahr vermehrt in Adventskalendern drin. Ich persönlich muss sagen, finde ich eigentlich schade, weil ich jetzt kein Fan von Kajalstiften bin, ne? Die funktionieren bei meinen Schlupflidern nicht als Eyeliner und auf der Wasserlinie trage ich das einfach nicht mehr. Naja, aber jeder so, wie er meint. Dann nehmen wir mal die Nummer 10. Wir kommen in den zweistelligen Bereich. Hier haben wir ein ganz kleines Pöttchen drin. Advanced Genifique, okay, Augencreme. Das ist dann vollkommen in Ordnung. Youth Activating Smoothing Eye Cream, also das ist ein jugendlichkeitsaktivierendes Augencreme-Pöttchen mit 5 ml. Ist bestimmt auch super, super teuer, deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Wobei ich sagen muss, 5 ml ist schon wenig, aber das ist dann so ein Drittel von der normalen Augencreme-Größe. Also von daher dann auch wiederum in Ordnung. Und zum Ausprobieren, Leute, ich sage es euch immer wieder, sind solche Adventskalender auch wirklich sinnvoll. Ne? Da kann man einfach mal schauen, gefällt mir das überhaupt von der Qualität her, möchte ich mir das nachkaufen. Deswegen ist okay. So, 12, nein, 11. Oh, das dürfte auch, ja, oh, ist das ein Lippenprodukt oder ist es eine Mascara? Es ist Monsieur oder Monsieur Big von Lancôme. Das ist eine Mascara. Sehr, sehr cool. Das ist so ein Kunsthaarbürstchen. Finde ich sehr, sehr ansprechend, weil sowas bei mir auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Bei mir funktionieren aber, um ehrlich zu sein, so gut wie alle Bürstchen. Ja, das liegt am Wimpernserum wahrscheinlich, ne? Sonst hätte ich auch nicht solche Wimpern. Ja. Die Halbzeit. Das sieht aus wie ein Pinsel, Leute. Ich liebe Pinsel. Was ist das für ein Pinsel? Ist das ein Maskenpinsel? Wie kriege ich denn hier dieses Viech ab? Gar nicht. Doch, so. Schön. Ja, sowas habe ich auch von Barbour tatsächlich. Und damit kannst du wirklich ganz, ganz toll Gesichtsmasken auftragen. Kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Also wirklich schöner Pinsel. Also wirklich sehr weich, sehr, sehr angenehm. Klasse. Es ist ein Pinsel in der 12. Es ist gut. Die Nummer 13. Ja, ich muss den, wenn ich den jetzt weiterverwenden werde, wahrscheinlich für meine... Ich weiß noch nicht für wen. Na, du musst dann auch so viele kleine Sachen reinpacken, ne? Schwierig. Schwierig, den weiterzuverwenden. Da muss ich den ein bisschen reparieren. Hier haben wir Renergie Nuit, eine Multilift Nachtcreme mit 15 ml. Ist auch wieder eine schöne Größe, finde ich, ne? Klasse. Klasse, klasse, klasse. Also hier merkt man auch einfach, dass es etwas höherpreisiger ist, ne? Ja. Wobei ich auch schon 100 € Adventskalender hatte, die nicht so bombastisch waren, muss ich gestehen.
Nee, die haben mich nicht so vom Hocker gehauen. So, die Nummer 14 ist wieder klein. Ist das ein Lippenprodukt? Ja, so kleine Sachen sind, dann denkt man das immer, ne? Vielleicht kann ich tatsächlich auch in diesen Adventskalender den Ampullen-Adventskalender reinmachen, für den ich ja auch die ganze Zeit am Sammeln bin. Ne? Also es sind halt so kleine Kläppchen. Hier haben wir wieder ein Lippenprodukt, Lapsolu Rouge, eine Ruby Cream. Oder Ruby Cream ist die Farbe, glaube ich. Ne? 62T300, das ist dieser hier. Der ist auch wieder so klein. Ich würde sagen, da haben wir auch wieder 1,5 Gramm drin. Ja, die sind gleich groß. Ja, und das ist halt, oh mein Gott. Gott, ist der schön. Das ist halt so ein richtiges Rot. Aber guckt euch mal die Spitze an. Rubincreme. Also das ist halt so ein richtiges Rubinrot. Übrigens, ja, an meiner Hand habe ich einen Batscher von meinem Lippenstift, den ich gerade in meinem Gesicht trage. Boah, ist das schön. Oh mein Gott. Nein, ich habe gesagt, keine roten Lippenstifte behalten, Claudi. Nein, nein. Oh, der ist aber so schön. Krass. Okay, das war jetzt die Nummer 14. Jetzt gehen wir zu der Nummer 15. Oh, das ist bestimmt ein Serum. Ja, das ist 10 Milliliter von dem Advanced Genifique Youth Activating Concentrate. Das soll, ja, die Jugendlichkeit wieder zurückbringen. Nett. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Bin mir aber nicht sicher. Ach, dieser Adventskalender macht wirklich Spaß. Also ich glaube, wenn man den verschenkt und dann halt immer den Menschen beobachten kann, der ihn aufmacht. Du hast immer ein strahlendes Gesicht vor dir, ne? Die Nummer 16 ist hier. Ist wieder ein Tübchen. Das ist... Nein! Long-Lasting Softening Concealer. Geil, mit Lichtschutzfaktor 30. Und das ist die Farbe 02 Beige Sable oder Sabé mit 5 Millilitern. Finde ich okay als Probe. Und ich habe auch letztens eine Foundation von Lancôme, glaube ich, gehabt in Beige. Und das hat super funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das als Concealer ebenso gut funktioniert. Also die Foundation war richtig toll. Hier sehen wir einmal den Swatch. Dann, ja, ist schon ein bisschen dunkel, das ist dann eher was für den Sommer, aber so schön, also man sieht es jetzt quasi nicht mehr auf der Haut, ne? So schön verblendet, Wahnsinn, geil, ey. Also dekorative Kosmetik ist hier ebenfalls vertreten, das feiere ich wirklich sehr, weil Lancôme hat sehr, sehr teure und sehr, sehr schöne dekorative Kosmetik. Ich bin echt geflasht, tut mir leid. Jetzt kommen wir zu der Nummer 17 und das ist eine Woche vor Heiligabend. Das ist hier so was Eckiges. Nein, wie geil. Das ist ein kleines Parfum. Wie geil. Ist das La Vie est Belle oder so? Also das nehme ich jetzt auf jeden Fall für den Parfüm-Adventskalender. Das ist doch... Boah, wie klein kann man das draufdrucken, Leute? Ich glaube, 5 steht hier drauf. Ich gucke aber auf der Homepage auch nochmal nach und habe euch das dann entsprechend eingeblendet. Finde ich aber nett, dass hier auch Parfüm mit drin ist. Mega. Ey. Ja. 18. Also ich komme nicht auf diesen Adventskalender klar. Merkt man das? Ich weiß es nicht. Ich merke das. Also ich komme da nicht drauf klar. Ich merke, dass ich nicht drauf klarkomme. Ich finde es so schön. Hier haben wir auch wieder etwas, was wie ein Serum aussieht. Und zwar Advanced Genifique Yeux Light Pearl Eye and Lash Concentrate. Also das soll dir die Augen und die Wimpern pflegen mit 5 Millilitern. Das finde ich interessant. Ja, hier steht halt immer wieder drauf, not for individual sale, sample not for sale und sowas. Aber ganz ehrlich, finde ich okay. Bei den hochwertigen Produkten vollkommen in Ordnung. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, das ist einfach für die Augen und die Wimpern ein Serum zur Pflege. Finde ich klasse. Die Nummer 19 ist wieder lang und schmal. Oh mein Gott, hier ist nicht im Ernst eine Hypnose-Mascara drin, oder? Lava, ey. Geil, da habe ich auch noch ein Backup von. Mega, hier ist eine Full Size Lancôme Hypnose. Diese Mascara ist einfach teuer. Die kostet 30 Euro oder so. Alter. Das finde ich heftig. Und das einfach mal in der 19? Kann man machen? Finde ich super nett. Guckt euch den Adventskalender an, Leute. Hammer. 20er Bereich. Das fühlt sich wie ein Serum wieder an. Serien sind ja immer super teuer, ne? Das wissen wir ja mittlerweile. Das ist ein Youth Activating Concentrate. Hä? Und das ist auch ein Youth Activating Concentrate. Das ist ja blöd. Warum packen die das denn zweimal damit rein? Das sind auch wieder 10 Milliliter. Aber hier ist es einfach... Na.
irgendwas anderes? Nee. Nee. Es ist das gleiche zweimal drin? Das finde ich blöd. Bin ich ehrlich. Das muss nicht sein, ne? Nee. Vielleicht hat man bis dahin das andere Serum aufgebraucht, aber trotzdem nie. Bitte nichts Doppeltes in Adventskalendern. Und das war jetzt schon der 20er. Der erste 20er-Bereich. Jetzt gehen wir weiter zu der Nummer 21. Oh, bitte keine weitere Doppelung oder sowas. Das finde ich schade. Bei so einem teuren Adventskalender möchte ich nichts doppelt drin haben. Da möchte ich jeden Tag was Neues entdecken und mich jeden Tag inspirieren lassen von hochpreisigen Geschichten. Aber nicht doppelt. Hier haben wir ein Micellenreinigungswasser mit 50 Millilitern. Das ist das Eau Micellaire du Coeur. New. Genau, das ist dieses hier. Ich finde auch hier 50 Milliliter vollkommen in Ordnung. Ich bin kein Fan von Micellenreinigungswassern. Bei Micellenreinigungswassern sollte man sich immer wieder in den Kopf rufen, dass man das auf jeden Fall, nachdem man es drauf gemacht hat, um sich abzuschminken zum Beispiel, dass man es wieder runternehmen sollte. Also man sollte das nicht auf dem Gesicht drauf lassen, weil das nicht gut für die Haut ist. Nur mal so als Info. Und ja, deswegen. Ne? Aber es ist jetzt hier mit drin. So, kommen wir zu der zweiten Schnapszahl, die Nummer 22. Ich bin echt, also bei diesem Kalender, ich bin geflasht, ich bin aufgeregt. Ich habe hier wirklich Freude, das zu öffnen, abgesehen jetzt von dem doppelten Kläppchen. Ne? Ist es echt ein knaller Adventskalender, wo jedes Türchen, jedes Häuschen hier im Prinzip was Neues, Geiles gibt. Und was ist das denn? Lancôme Absolue Creme, eine Soft Cream. Und das ist ja mal riesig. Guck mal, wie das aussieht. Ne? So eine richtige metallische Verpackung. Richtig geil. Ich weiß nicht, da sind drin wahrscheinlich auch wieder 15 Milliliter. Und ja, das soll eine tolle Soft Cream sein. Zartschmelzende Creme mit Grand Rosenextrakten. Das hört sich nach Claudi-Creme an, ne? Ich liebe Rose. Hammer cool. So, geile Nummer 22. Doch, doch. Weiter geht's mit der Nummer 23. Die vorletzte Box. Das vorletzte Häuschen. Achso, es hat sich ja schon gelöst. Kann ich auch mal zeigen, wie ich das immer aufmache, ne? Ich pull hier immer diese Folie ab, die hier so über dem Hausöffnungsding ist. Und dann hoffe ich, dass... Genau, und dann öffne ich so das Dach. Und dann guckt mich das so an, was da so drin ist. Und hier befindet sich wieder eine Creme drin. Das ist okay. Das ist auch von Lancôme Absolue, aber das ist die Rich Cream. Das scheint dann wohl eher so die Nachtgeschichte zu sein und das andere dann die Tagesgeschichte. Weil so reichhaltige Produkte, so fettende Geschichten verwende ich gerne abends und da sind auch wieder 15 Milliliter drin. Und hier steht drauf, reichhaltige Creme mit Grand Rosenextrakten oder Grand Rosenextrakten. So, und jetzt kommen wir zu dem hoffentlich Knallerprodukt, zu der Nummer 24. Und die ist auch, das muss ich euch gleich nochmal von Namen zeigen, richtig, richtig schön. Die ist auch extra anders. Die anderen sind so in einem Rot und Himbeer und Weiß. Und das hier ist jetzt genau wie der Eiffelturm in so einem Glitzer. Und hier haben wir tatsächlich zwei Produkte drin. Okay, es sind zwei Parfümflakons. Und ich denke, dass das hier tatsächlich das La Vie est Belle in zweimal sein wird. Das finde ich jetzt irgendwie... Es ist schön, ja, aber warum denn? Wahrscheinlich, damit man mehr Produkt hat oder so, aber... Ja, das weiß ich nicht. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Mein absolutes Lieblingsparfum. Ne? Ich finde es richtig, richtig toll. Es hat so einen schönen, blumigen, weiblichen Duft. Sehr edel, sehr elegant. Mag ich irre gerne. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Adventskalender ausgepackt aussieht. Und zwar schaut er jetzt so aus. Da sehen wir dann die einzelnen Häuschen. Und hier sehen wir dann auch die Nummer 24. Das ist sehr, 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 sehr schön. Also stylingtechnisch enorm schön. Finde ich extrem hübsch. Schwierig auszupacken, schwierig weiter zu verschenken. Aber die Produkte, die enthalten sind, haben mich überzeugt tatsächlich. Auch wenn wir zweimal die gleiche Parfüm-Flakon-Geschichte drin hatten, zweimal das gleiche Serum. Es sind geile Produkte, komm, ne? Schreibt mir das gerne in meine Kommentare unten mal hier unter diesem Video rein, wie ihr den Adventskalender fandet. Ich finde den
toll. Ich würde mich freuen, wenn ich persönlich den Adventskalender geschenkt bekommen würde und ich würde ihn auch mit Freuden weiter verschenken. Und ich glaube auch, dass sich das investierte Geld definitiv lohnt. Den Wert werde ich anhand von den 108 Euro Quetsch rechnen und halt quasi dann hochrechnen, ne? Aus diesem Adventskalender möchte ich gerne diese vier Produkte in diesem Video verlosen. Das ist einmal das Advance Genifique, das Jugendlichkeitskonzentrat, dann den Kajalstift, eine Parfümprobe von dem La Vie est Belle und das Micellenreinigungswasser. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, ihr Lieben, das war jetzt das Adventskalender-Unboxing von dem Lancôme Luxury Adventskalender. Ich bin immer noch geflasht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!